Hallo liebe E-Sports-Freunde, hier ist das angekündigte 2 gegen 2. Und ja, ich bin ein bisschen abgerutscht. Ich habe mit ein paar Kollegen gespielt, die das Spiel jetzt auch relativ neu spielen. Oder einer davon zumindest. Und das hat halt mit uns beiden zwar nicht ganz so gut geklappt, aber es hat Spaß gemacht und darum geht's doch. Schauen wir mal, wir haben ja den Säbelzahn-Spezialist, den nehme ich jetzt auch einfach mal, weil ich den Säbelzahn-Spezialisten sowieso die ganze Zeit schon mal spielen wollte und den bis jetzt noch nicht gekriegt habe. Hier mit Arclight und Balls zu starten ist jetzt auch nicht unbedingt die allerschlechteste Wahl. Mal schauen, was mein Mate da so nimmt. Also ich spiele hier gerade mit Random Mate. Falls es euch interessiert, weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe zum letzten Mal die ganze Zeit nicht gezeigt, falls euch meine MMR im 1 gegen 1 interessiert, ich bin jetzt bei 1200 ungefähr, 1204 oder sowas. Na komm, ich glaube, den hier nehme ich mal so ein bisschen als Seite. Was habe ich denn als Gegner? Versorgungsspezialist, Basir-Spezialist und Elite. Also meiner hat Elite. Gut, wir haben die Balls. Da versuche ich dann sowieso Ball gegen Ball zu spielen. Die fangen Heavy die Balls sehr weit nach hinten stellen. Ich glaube, dass das hier ein guter Konter ist. Ah, vielleicht sind die auch schon ein bisschen zu weit hinten. Ich stelle sie mal ein bisschen weiter nach vorne. Machen wir das mal so. Machen wir es vielleicht so. Also, ich bin im 2 gegen 2, gerade wenn man hier diese kompakte Karte spielt, eher so der Fan davon. Das Ganze so ein bisschen auf die Mitte zu konzentrieren. Ich weiß, dass andere machen das nicht so. Die fighten dann doch eher so ein bisschen außen. Aber ich, keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, dass wenn man in der Mitte verkackt, dass dann gleich beide Türme fallen und es dann für beide ziemlich schlecht ausgeht. Wobei ich jetzt hier gerade richtig abluse. Ja gut, zumindest haben wir mal einen Turm. Dann haben wir noch einen Turm. Mit vereinten Kräften kriegen wir es vielleicht hin. Ich habe dann noch so vereinzelte Kriecher, die ganz viel Stress schieben. Die Salve hat wehgetan. Oh nein, da schießt er auf den einzelnen Fang. Ich meine, das hätte jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Er wäre sowieso gestorben, aber das war schon blöd. So, jetzt kriegen wir hier die, den Sabertooth und haben natürlich die Wespen. Wenn ich jetzt hier potenzielle Wespen bekomme auf der anderen Seite, dann tut mir das natürlich richtig, richtig weh. Das heißt, ich bin beinahe gezwungen, die Wespen zu nehmen. Ah, Moment, ich kann natürlich auch den Geist nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist sicherlich auch eine ganz gute Idee. So, und den Sabertooth stellen wir jetzt mal hier auf diese Seite, weil der gegen die Balls vielleicht nicht so verkehrt ist. Die waren sehr früh da. Also ich habe zuerst gegen die Balls gefightet und die Fangen haben dann ganz gut von hinten reingerotzt. Das war also ein Problem. Das heißt, ich muss irgendwie zusehen, dass wenn die Balls vorne sind, also der Sabertooth ist sicherlich schon mal eine gute Idee. Ich glaube, dass ich den Doppelschuss nehme. Auch wenn die Ladezeit dadurch erhöht wird. Ist einfach super, super günstig, so ein Doppelschuss. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen mehr Chaff. Ja, ich glaube, den lasse ich mal ein bisschen früher reinrennen. Den stelle ich hier außen ab. Versuche ich es mal so. So, und hier stelle ich jetzt eine Rakete hin, um mir die Balls so ein bisschen vom Hals zu halten. Ah, jetzt nimmt er auch noch. Ah, ja, ja, okay. Da ist mein Sabertooth natürlich sehr stark gegen.
So, jetzt haben wir hier nämlich durch die etwas vorgezogenen Kriecher haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, viel früher auf die Balls zu schießen. Und das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen der Changer. Da sind wir am Turm dran. Also den haben wir hier gut erledigt. Da bleibt auch nichts mehr von über. Der ist kaputt. Und auch mein Mate hat hier aufgeräumt. Da auch gut gegen agiert. Ich finde, hier auf der linken Seite konnte man gerade ganz gut sehen, wie wichtig das ist, dass der Chaff eigentlich in Wellen einrollt. Oh, zusätzliche Vorräte. Und nehmen wir das Laser Sight. Ich glaube, das ist eine gute Idee hier. So, die Panzer. Es riecht hier schon wieder nach Artillerie, ne? Das machen wir auch so. Das wirkt jetzt alles ein bisschen chaotisch. Ist es auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so doch relativ weit kommen. Mit verstärkenden Chaff nochmal. Und diesmal gehe ich hier mit einer Rocket ran. Jetzt hat er noch mehr Panzer gestellt. Ja gut, das ist jetzt natürlich hier für meine Artillerie gefundenes Fressen, hoffe ich. Vorausgesetzt, die treffen auch. Ah, hier müssen... Ah, da kommen die Crawler zu spät ins Feld rein. Also hier muss ich auf jeden Fall die Crawler noch früher anlaufen lassen. Dann brauche ich ein paar offensivere Crawler. Ja, das war's. Er ist kaputt. Ja, das wird hier auch nichts mehr werden. Also für uns wird das was, für den Gegner nicht. Da kommen wenigstens noch die schönen Mustangs raus und das war's dann auch. Sehr schön. Okay, das heißt, wir brauchen hier ein paar frühere Crawler. Elite Crawler. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt schön. Das ist natürlich jetzt schön. Und dass ich die hier an der Seite einfach einlaufen lassen kann, ist auch sehr cool. Der jetzt hier gleich irgendwie eine Rocket kommt oder sowas. So, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die früher stehen bleiben. Aber das mache ich erstmal nicht. Sondern bei der Masse hier werde ich auf jeden Fall, also ich meine, er hat jetzt auch hier eigentlich so gut wie keinen Schaffklee außer seiner Panzer. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt irgendetwas kommt bezüglich Raketenabwehr gegen die Stormcaller. Also ich nehme noch einen Sabertooth, den ich hier auf der Seite noch mitstelle. Dann versuchen wir das mal so. Bisschen mehr Firepower hier auf der Seite. Hier werde ich mir gleich mal was reinstellen, damit ich die Balls hier abziehe, damit die Panzer hier auf damit die Panzer alleine kämpfen müssen. Ah, okay. Jetzt hier noch die Dingens hier gestellt. Jetzt hoffe ich, dass mein Panzer vor den Crawlern drin ist. Komm schon, nein. Oh, das tut weh, die waren wichtig. Zwei haben überlebt. Aber da ist die Raketenabwehr, da haben wir sie. Da haben wir sie. Na komm, schieß, schieß. Jawohl. Der Turm ist gefallen. Sehr gut. Da in der Mitte bin ich durchgekommen. Der Geist kann jetzt hier aufräumen. Die Stormcaller sind immer noch da. Also die waren jetzt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber es reicht auch schon. Es ist GG. Minus 22. Es ist einfach GG. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Hey, Jemine. Da würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell aufs Feld, Schlachtfeld ansehen. Ja, also die Raketenabwehr, da habe ich beinahe mit gerechnet, aber das hier hat natürlich richtig gut getan, ne? Sodass die Crawler hier einfach komplett durchmarschiert sind, den Turm hier zerstört haben und ich dann auf der linken Seite, ja, also eigentlich ganz gut durchgekommen bin.
Mein Geist, der hat ganz gut Schaden gemacht. Sabertooth auch. Die haben auch ganz gut Schaden gemacht. Die gar nicht mal so eingeschlagen. Okay. Mein Mate hat Rhino gehabt. Die haben die super viel Kleinzeug gehabt, ne? Der Barsier hat auch nicht so viel Schaden gemacht. Ja, ich glaube, an seiner Stelle hätte ich hier wahrscheinlich nicht noch mehr Panzer geaddet, sondern ich hätte versucht, irgendwas Dickes aufs Spielfeld zu bringen, wie zum Beispiel eine Festung oder vielleicht sogar hier eine Schmelze, um das hier zu beseitigen. Man hätte aber auch hier eventuell auf Reichweite oder eventuell hier sogar elektromagnetischen Schuss, ja, wobei das hätte, naja, hätte ihm nicht viel gebracht, das hätte ihm maximal hier einen Doppelschuss rausgenommen, wenn er bis dahin überhaupt gekommen wäre. Oder er hätte einen noch früheren Shaftclear machen müssen, weil eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, auf der linken Seite wurde das Spiel hauptsächlich durch die Crawler hier entschieden. Die sind reingelaufen, haben hier sozusagen erstmal getankt, während der Rest dann schön die dicken Einheiten wegballern konnte. Okay, ja gut, tut mir leid, Leute, dass es diesmal nicht ganz so lange war, aber naja, freut euch beim nächsten Mal wieder auf den Brawl und bis dahin würde ich sagen, haut rein, ciao.